21 Jahre. Free FM. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Episode 25 Jahre Radio Free FM. Und ich weiß gar nicht, ob mein Gast überhaupt schon so alt ist. Eine kleine Schmeicheleinheit zu Anfang. Hi Hans. Hi Domme, ich bin knapp drüber. Aber nur knapp. Nur knapp. Knapp ja, vorbeigeschrammt. Du bist jetzt ja der Erste, der so ein bisschen raussticht aus meiner Podcast-Reihe, weil davor waren ja vor allem die Gründungsmütter und Väter am Start und jetzt habe ich dich ausgewählt und vor allem deshalb vielleicht zu Beginn, warum eigentlich? Weil du bist A, mittlerweile mein Chef, weil du bist Vorstand und B, du arbeitest in der Musikredaktion und hast natürlich auch schon davor die ein oder andere Berührungsecke mit Radio Free FM gehabt und das fand ich irgendwie auch spannend, wo ich mir gedacht habe, ja komm, das Ganze muss man ja auch mal ausweiten können. Deshalb vielleicht auch mal gerade zu Beginn, wie bist du eigentlich auf Free FM gekommen? Wenn man aus Ulm kommt und da so ein bisschen, sich interessiert für Kulturelles und so Gedöns, dann kommt man ja eigentlich gar nicht drum herum. Also es war für mich schon immer ein Begriff. Du meinst aber wahrscheinlich, seit wann ich Mitglied bin, oder? Kannst du gerne auch sagen. Du kannst aber auch schön die Geschichte drumherum noch weiterfahren. Also das erste Mal war ich bei Free FM, da war das noch in Söflingen. Mhm. Bei irgendeiner Kulturnacht. Ich war 16 oder so. Ja, gerade 16. Und der Rainer Walter hat richtig wild aufgelegt und da gibt's Beweismaterial, kann keiner sagen, ich lüge. Und da war ich das erste Mal da im Studio und habe mir das angeschaut und fand's toll und hatte ein paar Drinks. Ja, war ein bisschen Party halt. Und dann war ich das erste Mal ein paar Jahre später bei U-Beat zu Gast, der damaligen Hip-Hop-Sendung mit meiner damaligen Hip-Hop-Crew. Gibt's die Hip-Hop-Crew noch? Die Überbleibsel sind jetzt eine Band. Die heißen Loudpackers, wenn ich an der Stelle Werbung machen darf. Werbung, der falsche Begriff, Hinweis. Hinweis. Sachdienlicher Hinweis. Das meine ich doch. Ja, und Mitglied geworden dann? Nochmal viel später. Das war vor 3-4 Jahren. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Österreich studiert. An der FH Vorarlberg und war in meiner Abschlussarbeit. Und wie man so als fleißiger Student halt ist, lässt man sich auch mal ablenken und guckt, was auf den sozialen Medien so abgeht. Und ich saß da so in unserem Labor und dann habe ich da gesehen am Computer, dass der DJ T-Rex was gepostet hat, dass er heute Abend Sendung hat. Und dann dachte ich, höre ich da halt rein nebenher, während ich meine Arbeit schreibe. Und dann habe ich ihm danach geschrieben, wer ist eigentlich dein Kollege und was redet ihr überhaupt für einen Unsinn? Nicht ganz so hart, es waren jetzt nicht so hart, aber wer mich und Timo kennt, weiß, wir haben so eine, unsere Beziehung ist so eine Hassliebe zueinander und wir dissen uns gerne mal so, wie wir Hip-Hopper sagen. Dann habe ich ihm geschrieben, ja, was war denn das für ein Quatsch? Und dann hat er gesagt, ja, komm her und mach's besser. Und dann bin ich hin. Und dann war ich da mit bei Turn It Up, der urbanen Hip-Hop-Sendung auf Free FM. Das heißt, du kanntest halt Timo schon länger. Den kenne ich schon, ja, schon sehr lang, keine Ahnung. So, der war damals der einzige richtig aktive Hip-Hop-DJ. Sorry, falls ich jetzt irgendjemand hier angreife und der hat so eine Partyreihe gehabt. Die ist oldschool und da muss ich so 17 rum gewesen sein und da waren wir immer. Und irgendwie hat man sich dann halt, wie das halt so ist, nach ein paar Bier auch dann mal kennengelernt. Warst du dann auf einmal hier von Österreich wieder her? Du kommst ja auch aus Ulm. Von dem her war ja, sag ich mal, die Schlafmöglichkeit ja ziemlich schnell organisiert. Und dann hast du einfach so gesagt, ja gut, ich mache jetzt dann bei euch jetzt die Sendung mit, weil Timo hat gesagt, bist dann zu Chris hingegangen und gesagt, ja, ich bin heute dein neuer Sidekick. Ja, genau. Damals hat der Chris noch mitgemacht und der Timo hat gemeint, es wäre cool, mich noch so als Komponente dabei zu haben, dass er da jemand hat, der den auch mal wieder in die Schranken weist oder so. Also wir hatten alle drei unterschiedliche Auffassungen von der Musikrichtung und haben wir heute noch. Wir streiten uns eigentlich immer, also nicht wirklich streiten, aber um die Musikauswahl. Wer ist da federführend?
DJ T-Rex, weil er ist ja der DJ. Klare Rollenverteilung bei euch. Ja, und ich bin der, keine Ahnung, dass ihm nicht langweilig wird, ich weiß es nicht. Es klingt jetzt ja eher so, als würdest du ja kaum zu Wort kommen. Aber ich glaube, das stimmt ja nicht ganz so. Also wenn man jetzt die Sendungen anhört, ist schon auch gut Hans-Anteil mit dabei. Ja, ja, ich versuche schon, dass ich da mal reinquatsch, weil sonst haben wir ja wieder, sonst sind wir ja wieder beim alten Ergebnis, dass... Hätte ich meinen Auftrag ja nicht erfüllt, das aufzuwerten. Oh, 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 das gibt Ärger. Das Schöne ist ja, no cut. Ja, eben. Ja, jetzt kommst du hier an, bist auf einmal wieder hier mit am, oder bist auf einmal hier mit am Start. Was war so das Erste, was du dir gedacht hast, als du dann hier warst? Ja, voll geil, ich möchte hier mehr machen und... So, nee, ich fand es eine coole Sache, ich weiß auch gar nicht, warum, was mich da geritten hat, muss ich ehrlich sagen, denke ich mir manchmal, hä, warum hast du dich da drauf eingelassen, aber das sind die Momente, die hat jeder mal, glaube ich, also nicht falsch verstehen, ich mag es hier total, alles gut, ich muss, darf nur nicht mehr so oft Ja sagen, so. Weil du bist halt gutherzig. Sagst du jetzt. Sag ich jetzt so. Könntest du mir mal einen Kaffee bringen? Nachher. Ich habe ihn gerade angestellt. Du hättest Nein sagen müssen. Oh, ja. Das war deine Möglichkeit. Ja, guck, so doof bin ich. Naja. bevor wir jetzt hier irgendwie irgendwelche Not-Hotlines anrufen müssen, aufgrund von sehr positiver Laune, würde ich sagen... Hallo, hallo, ich bin gut drauf. Was du ja auch machst, ist ja die Musikredaktion. Jetzt ist das so eine Sache. Jetzt gehst du da als Hip-Hopper hin. Bist du dann auch so derjenige, der dann auch so den aktuellen Scheiß, was Hip-Hop angeht, rauspickt und Rap-Musik? Oder ist es so dein Ventil in Richtung andere Musikgenres und Sparten? Ja, also da ist mein Kollege Sirko schon deutlich heftiger unterwegs, was die aktuelle Rap-Musik angeht. Der hat da die. Der sucht da schon die krasseren Sachen raus, wo ich mir denke, finde ich nicht so gut. Also da bin ich nicht so der Hip-Hop-Fan in der Musikredaktion. Wie hast du gemeint? Ja, das ist schon. Ich weiß nicht, ob das mein Ventil ist. Also ich höre privat auch tatsächlich alles. Früher auch hat man Schlager. Immer noch, genau, hat jeder gesagt, ich höre alles aus Schlager, aber mir ist aufgefallen, ich höre auch Schlager, aber nur auf Italienisch. Also da geht's. Italienischer Schlager, dazu einen kalten Fernet Branca und super. Natürlich gerne auch nur ein Cappuccino. Das wundert mich jetzt, weil du ja in Österreich studiert hast, nicht in der Schweiz. Da würde ich das ja irgendwie noch verstehen mit der Nähe zu Italien. Jetzt guckst du nochmal auf die Landkarte, oder? Stimmt, es ist Österreich, gell, in Südtirol. Jetzt ja, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wieder gut recherchiert. Kommst du da auch, also war das so auch was du dann halt auch einfach bei der Uni öfter gemacht hast? Hast du das einfach nur adaptiert nach Ulm, italienische Schlager hören und dann dazu irgendwie noch was Feines trinken? Nee, das ist so eine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das sind, glaube ich, so Songs, die man in der Kindheit immer früh irgendwo gehört hat. Die kommen dann immer, die schwappen dann irgendwann wieder so hoch. Da habe ich so eine Theorie dazu. Ich habe nur noch keinen Namen dafür. Findet ihr bald irgendwo im Internet. ja, weil das kennst du vielleicht auch. Man hört in der Kindheit irgendwelche Songs bei den Eltern. Und dann kommen die einem irgendwann wieder hoch. Und das war halt irgendwie sowas wie Chana Nanini und so. Und deshalb heißt, wenn man dich auf der Straße trifft, entweder ballert der Bass oder man hat irgendwie Lust, danach mit dir ein Cappuccino trinken zu gehen. Wir können auch raven gehen. Also ich bin für alles offen. Also ja, oder eine Reggae-Party. Keine Ahnung. Ich bin für fast alles offen. Also eine Gothic-Party muss jetzt nicht sein. 25 Jahre. Free FM. Radioaktiv. Wir wollen weiterstrahlen. Freie Radios sind aus sozialen Bewegungen entstanden.
Gegen AKWs, Startbahn West und Pershing 2 Stationierung engagierten sich viele Menschen. Die großen Medienhäuser hatten die Breite der Bewegung unterschätzt und wenig bis gar nicht berichtet. Deshalb waren die BürgerInnen sauer und gründeten Piratensender. Sie kämpften zuerst für die Legalisierung und dann für eine flächendeckende Verbreitung des Bürgerradios. Vorreiter war vor allem Radio Dreieckland in Freiburg. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, diese Rolle einnehmen zu können. Ein Verbreitungsweg über UKW und in naher Zukunft DAB Plus ist für uns unabdingbar. Macht mit, rettet eure Themen und werdet Mitglied. Radio Free FM, 102.6% Music. Gut, Gothic ist jetzt ja auch ein Genre, das bei uns relativ selten läuft. Oder Nickelback. Aber wie sieht denn eigentlich so allgemein dein FreeFM-Alltag aus? Also bleiben wir vielleicht jetzt gerade, weil wir thematisch ein bisschen bei Musik hängen geblieben sind, in der Musikredaktion. Erstmal streite ich mich mit Timo. Sehr parallel. Übertrieben gesagt. Wasch das mal, weißt du, warum liegt es hier rum? Und dann gehe ich zu ihm und sage, warum liegt es da rum? Und keine Ahnung. Nee, dann, normalerweise sieht es so aus, ich gehe in das Archiv und höre mir die neuen Songs an, die so reinflattern. Und mach nebenher, pflege ich die dann auch schon ein ins Archiv. Ja, das ist halt so das Ding. Und die, wo mir am besten gefallen, die kommen in die Rotation. Beziehungsweise nicht nur mir, wo ich denke, die haben die größte Schnittmenge in der Hörerschaft natürlich. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht nur rein nach dem persönlichen Geschmack geht. Da ich jetzt meinen Geschmack aber selbst als sehr breit, oder ich bin da sehr breit gefächert, wie ich ja gerade schon gesagt habe, was ich da so höre, also mich kann man da sehr schnell überzeugen. Ich bin nicht der Typ, der auf Partys geht und dann in der Ecke steht und sich beschwert, was hier schon wieder für blöde Musik läuft und dann nicht tanzt. Also du läufst hin und wünschst dir David Guetta. Nee, niemals Sachen beim DJ wünschen und David Guetta, nein, natürlich nicht. Nickelback. Nein. Nee, weißt du, auf so Partys gehe ich ja gar nicht, aber es liegt auch daran, dass ich nicht in Gien an der Brenz lebe. Ich auch nicht. Nicht mehr. Hallo, hallo, hallo. Hier wird wieder scharf geschossen. Piu, piu. Ja. Aber, im Musikarchiv, ich kann mir, du hast ja schon gesagt, so, du suchst so raus, was könnte so die breiteste Schnittmenge mit der Hörerschaft haben. Was glaubst du, wie dein Stammhörer aussieht? Aussieht? Wie alt der ist, was der so macht. Mitte 40, Lehrer, geht gerne ins Theater oder in die Rosebottel und an freien Tagen auch mal Skifahren. Und wie heißt der? Definier ihn richtig. Also, ja. Bisschen oh Mann. Ja, sie heißt Annegret und er heißt Reinhard. Was jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder so ist. Aber über Namen darf ich auch meine Witze machen. Ich heiße immerhin Hans. Heißt, aber jetzt gehen wir mal davon aus, also springen wir mal so zurück in deine Jugend. Ja. Da war ja, sagen wir mal, der Eurodance und auch sehr viel schreckliche Musik. Dann war auf einmal da so. Da war ich noch im Kindergarten. Ja, so, ich springe ja ganz zurück. Okay, du hast Jugend gesagt. Oh, ich meine natürlich in deine Kindheit. Pardon. Dann springen wir in deine Kindheit, wo so der Ami-Rap so langsam rüberschwappt, aber das Radio auch noch, also eigentlich ewig lang nur viel, also sehr viel Gitarrenmusik eigentlich spielt, dieser Hip-Hop eigentlich nur in diesen Jugendsendern stattfindet. Wie bewertest du so die Entwicklung der Musik vielleicht, seitdem du hier angefangen hast, Stand heute? Also merkst du da auch schon, was sich da ändert oder was sich ändern könnte? Ich habe das Gefühl, in der Zeit hat sich nicht viel verändert, es hat sich alles nur so zu einer homogenen Mischung gemischt, so jetzt kein schöner Satz, dass man Stilrichtung gar nicht mehr richtig festmachen kann. Und es ist nicht mehr so wie in meiner Jugend oder Kindheit, dass die Leute nicht mehr
es sich so aufteilen in den Genres. Das war ja alles voll engstirnig. Ein Rocker darf nur Rock hören und ein Hip-Hopper nur Hip-Hop. Und dann sahen die auch noch alle so aus. So klischeehaft, wie man aussehen musste. Und das ist total doof eigentlich. Jetzt das Durchgemischte gefällt mir eigentlich schon fast besser. Was ist so dein Favorite-Track, den du bisher eigentlich reingenommen hast? Everybody Misses You von so einer australischen Band. Das war vor 2 Jahren. Wer Lust hat, kann ja mal nachschauen. Die Band heißt, warte, ich schau kurz nach. Pretty City. Keine Ahnung, hat's mir angetan. Pretty City, ja? Sagt mir sogar noch was. Weiß nicht warum. War halt einfach so da. Der fällt mir jetzt halt als erstes ein, ja. Jetzt hast du ja auch viel Kontakt mit den ganzen Promo-Filmen, dies, das. Was war da so die größte Panne, die dir da mal passiert ist? Gibt's ja überhaupt. Hau mal ein paar Inside-Informations raus. Ich sag's auch keinem. Nee, manche lassen halt nicht locker und nerven ein bisschen. Aber nee, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch, vor 3 Wochen oder so kam abends noch so ein Kerl aus Bayern hier rein. Warst du da? Ja. Du meinst das die Turbulenz. Kurios. Ja, genau, das war kurios. Erzähl mal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Aber warum denn Ulmer und so? Der kam halt abends noch rein, kurz vor unserer Sendung. Und unser Geschäftsführer Timo schon in Angriffshaltung auf die Tür zugelaufen und gefragt, was willst du hier? Und dann hat er gesagt, ich will Airplay. Das war eigentlich schon alle lachen. Und dann hat er viel Quatsch geredet und uns seine CD gegeben, die überraschend cool war. Und das war einfach ein witziges Erlebnis und er hat viel Stories erzählt, aber das war, glaube ich, jetzt alles privat, das erzähle ich jetzt hier nicht. Das war sehr witzig und kurios. Ja. Was möchtest du? Airplay? Ja, genau. Wie pflegst du dann auch so, also wie viel Kontakt hast du dann mit anderen Ulmer Bands? So mit regionalen Künstlern? Du selbst bist ja tiefer verankert und verwurzelt, ja auch so ein bisschen hier in der Szene. Ja, ich glaube relativ viel, aber auch schon, weil ich da schon lange viel Veranstaltungen und sowas gemacht habe. Es gibt immer wieder eine Band, die hat man halt nicht auf dem Schirm. Und dann gibt es viele, die oft habe ich das Gefühl, das sind immer noch die gleichen wie damals, als ich angefangen habe, vor 15, 16 Jahren. Und die sind immer noch dabei und am Schwitzen und wollen bekannt werden und was weiß ich. Aber ja, man trifft sich ja dann immer, da gibt es ja so Netzwerktreffen und so Zeug. Und ich bin natürlich auch interessiert und gehe auf die Konzerte. Ja, keine Ahnung. Ich würde mich da mal als gut vernetzt bezeichnen. Wie viel Prozent Eigeninteresse, wie viel Prozent daran ist auch so ein bisschen im Hintergedanken für die Free FM Musikredaktion? Also gibt es auch Sachen, wo du jetzt sagen würdest, privat, da gehe ich eigentlich gar nicht, da würde ich jetzt nicht hingehen, aber für Free FM wäre das schon eigentlich ganz interessant. Nee, wenn es für mich nicht interessant wäre, dann wäre es für FreeFM auch nicht interessant. Man kann schon sagen, du identifizierst dich zu 7 Milliarden Prozent, was deine Musik angeht. Ja, also wenn ich das nicht gut finden würde, dann würde ich nicht hingehen und dann würde ich es auch nicht zu FreeFM in die Rotation geben. Das geht schon Hand in Hand. Jetzt habe ich dich ja schon gefragt, was so Sachen sind in der Musikredaktion. Natürlich, du machst ja noch viel mehr. Man kann ja noch sagen, du bist ja noch Vorstand jetzt daneben zu. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Dann die Sendung Turn It Up, dies, das. Was sind so, also was wäre vielleicht so deine, was hast du dir gedacht dann, als du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich hier drin. Jetzt bin ich angekommen. Oder besser gesagt, wann war der Moment, wo du gedacht hast, jetzt bin ich angekommen? Das ist eine viel schönere Frage. Was da der ausschlaggebende Moment war. Ja, wo du jetzt so gewusst hast, jetzt bin ich Free FM. Weißt du, bei mir war das Ganze da. Wo ich, glaube versucht habe, mit Timos und DJ-Tisch zu bauen. Hat ja gut geklappt. Ja. Ja, irgendwo steht noch die zweite Hälfte, wahrscheinlich auf der Bühne.
Nee, ich glaube, das war so ein Moment. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, bei mir war es auch so der Moment, als wir oben gestrichen haben, die anderen Räume, Stockwerk drüber. Da war für mich dann auch so der Moment, so mit kurz vor Ausbildungsbeginn, und da dachte ich mir so, ja, ich glaube jetzt Bilderholm. Jetzt Bilderholm. So. Ich bin der Sepp und hier bin ich der Horm. Das ist doch schön. Und wenn man jetzt so überlegt, so als Vorstand ja auch, also wie viel Freizeit geht eigentlich so drauf bei dir für FreeFM? Ein Tag in der Woche. Ein Tag in der Woche. Das klingt ja eigentlich nur ganz normal. Darf ich das sagen? Wir müssen immer noch nach oben korrigieren. Mal mehr, mal weniger. Was so das Kurioseste, was dir allgemein bei FreeFM passiert ist? Der Typ neulich. Allein schon der Name Turbulenz ist geil. Kurios. Ich bin da oft leider nicht dabei. Bin da so verrückte Sachen passieren. Kurios sind manchmal unsere Besprechungen. Wenn wieder gestritten wird. Was manchmal vorkommt. Aber sonst, nee, ich kann da jetzt nichts. Kurioses, weiß nicht. Schönen Moment. Schöner Moment fand ich die Kulturnacht letztes Jahr. Das fand ich irgendwie schön. Weil dann doch so viel geholfen haben hier von FreeFM. Das war toll. Du hast halt auch den Getränkeautomaten dann redesigned. Ja, ich habe da groß gesagt, verpasst. Ich werde hier alles dekorieren und so. Und dann stand ich da 2 Tage und wusste nicht, was ich tun soll. Und war ja die Idee, da eine Minibar draus zu machen. Aber irgendwie besser habe ich es dann auch nicht hingekriegt. Es wäre schon geil gewesen, noch so eine Palme hin und so. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Dann ist halt das geworden. Heißt, es war eigentlich was anderes geplant. Ja, ich wollte ja alles ein bisschen mehr rausputzen, aber hab's dann irgendwie auch nicht zeitlich alles auf die Reihe bekommen. Und es ist doch auch so schön hier. Darfst ja eh nichts aufhängen. Also wie bist du zum Zeichnen gekommen? Also ich empfehle euch allen, wenn ihr mal hier seid, einfach mal den Getränkeautomaten anzuschauen. Weil das war davor eine echt langweilige weiße Kiste. Und jetzt ist es gefühlt wie so eine Wundertüte draus geworden. Ja, aber das ist jetzt auch bestimmt nicht das Beste, was ich zeichnerisch in meinem Leben gemacht habe. Aber wie ich dazugekommen bin, ich mal mein Leben lang schon viel. Und Hobby halt. Ne, und vor allem Schriften und so. Mittlerweile. Aber ja. Das ist jetzt nicht so großartig, so durchs Graffiti oder so. Darauf habe ich jetzt so ein bisschen spekuliert, so als Hip-Hopper, wo so die 4 Elemente können. Ja, wer sich mit Graffiti und so ein bisschen auseinandersetzt, wird schnell feststellen, dass das mit Hip-Hop nichts zu tun hat. Das war vorher da. Das wurde halt adaptiert. Ja, das wurde so verkauft irgendwann. Anfang der 80er. Aber gehört halt irgendwie zum Skaten dann mit dazu, dass dann die Skateparks dekorieren, und dann lief da natürlich, alle hatten ja schon die Baggy Pants an und sowas. Warst du auch so einer? Baggy Pants? Ja, so Skatepark Baggy Pants. Ja, normaler Jugendlicher halt. Baujahr 90. Fresh seit 1990. Ja, da waren doch alle gleich. Also ich war jetzt nicht so ein Hip-Hop, wie man früher gesagt hat, Gangster. Das war ich nicht. Ja, so dieser Skater-Typ. Skater-Typ. Skater-Typ, aber trotzdem auch malen. Jetzt Rap, Vorstand, Musikredaktion. Was kannst du eigentlich nicht? Ich muss so fragen. Ich weiß nur noch, Mathe-Nachhilfe bei dir geht ja auch klar. Ich mach's halt viel und gern und ja. Dann passiert halt sowas. Das ist einer, die Idee hat, jetzt rappen wir mal was. Bist du zum und dann kommst du da nicht mehr raus. Wie bist du da eigentlich zum Rap gekommen? Über meine große Schwester. Die hat halt immer die damals schon am Zeitgeist. Hip-Hop gehört. Und dann fand ich das voll cool. Und dann wollte ich das auch. Frag mich nicht, warum. Warum? Das muss dir ein Psychologe erklären. Da gibt es, glaube ich, psychologische. Da hilft dir ein psychologisches Gutachten besser weiter. Warum man sowas macht und warum man dann auch nicht mehr aufhören kann, das ist ganz komisch. Also es muss ja irgendwas mit Aufmerksamkeit oder so zu tun haben. Ich würde mich jetzt aber nicht so einschätzen, dass ich jetzt viel Aufmerksamkeit brauche. Ich bin ja jetzt nicht hier gerade der im Büro hockt und rumschreit.
Na, Aufmerksamkeit. True that. Nee, du bist eher so der stille Genießer. Aber trotzdem, um vielleicht auch für die Hörer da draußen, die dich ja auch ein bisschen kennenlernen wollen, so als das Gesicht ja hier auch so ein bisschen im Hintergrund oft. Du bist ja schon auch, ja, wie sagt man, Strippenzieher ja auch von vielem. Da mal und da kannst du mal mit dem Auto hin. Und da passiert ja schon ziemlich viel. Und jetzt, du hast jetzt gesagt, im Hip-Hop kamst du durch deine große Schwester dazu. Mhm. Vielleicht danach, man kann es ja sagen, die Lemmy Wings war ja so mitunter bisher das längste Projekt, was man durchaus so sagen kann. Ja. Wie kam es da eigentlich dazu? Also ich weiß noch, Eric, dann, ja, also erzähl mir doch einfach mal und auch den Hörern da draußen, wie so dein Werdegang einfach war. Ich finde es voll interessant. Da sind wir jetzt bei meinem Hobby Musik machen und nicht mehr bei FreeFM, aber egal, darüber bin ich ja hierher gekommen, oder? Dann ist das legitim. Da war ja noch einer dabei bei Lemmy Wings, ich mache die Schnellversion, der hieß Nils. Mit dem, seinem großen Bruder, habe ich davor eine Crew gehabt. Und da hatten wir unseren ersten Auftritt hier im Büchsenstadel, da war ich 14. Das passt vielleicht, das rundet die Sache auch nochmal ab. Und dann ist er irgendwann zum Studieren gegangen und dann saßen wir bei uns im Jugendhaus rum und dann hat einer gemeint, komm, wir machen eine Band und dann sind da Lemmy Wings entstanden und ein Jahr später oder so ist der Erik uns über den Weg gelaufen und er hat dann auch mitgemacht. Und so ist es irgendwie passiert. Daraus dann auch schon wieder die Loudpackers. Ja, genau. Wir hatten da mal eine Liveband für Festivals und mit dem Bassist habe ich mich dann getroffen irgendwann mal ein paar Jahre später. Und gesagt, lass uns so eine neue Band gründen, weil ich wieder Bock habe, mit Live-Musikern zu spielen. So war das. Also die Kurzfassung. Wenn du mehr wissen willst, Stomme, können wir ja nachher in, wie heißt es, Konferenzzimmer. Kleines. Können wir noch gehen. Ich entlasse dich auch gleich in die Freiheit. Du musst nicht verlangen. Nö, wir können auch lang quatschen. Ich weiß nur nicht, ob das irgendjemand interessiert. Wenn es euch interessiert, liked's. Like, wer es kennt. Ja. Nee, was, gerade zum Thema Musik, was fehlt dir an Musik heutzutage? Nix. Nö, eigentlich nix. Also, es gibt viel zu viel. Zu viel. Würdest du eher wünschen, dass wieder ein bisschen weniger kommt? Also jetzt so gerade mit Soundcloud und anderen Streaming-Diensten wird ja gefühlt jeder zum Musiker, der einfach nur irgendwie ein Handy bedienen kann. Ne, also es kann sich wirklich, heute kann sich keiner beschweren, es gäbe keine gute Musik mehr. Wenn man gute hören will, dann findet man die auch. Zum Beispiel auf Radio FreeFM. Also nee, das Rumgeheule, aber ich glaube, das war schon immer so. Immer jemand gab und sagt, ich gibt nur noch blöde Musik. Und da muss man aufpassen und ich wollte nie so werden. So ein alter, weiser Mann, der immer nur schimpft, früher war alles besser. Ist nicht so. Gibt immer noch gleich viel Gutes. Unterschied Liveband und mit DJ. Ich habe dich jetzt einmal mit DJ, einmal mit Liveband. Also du hast jetzt ja gesagt, mit den Loudpackers kam er dazu, weil du gesagt hast, du willst wieder. Heißt, natürlich hast du da auch, muss ja Bock da sein. Aber was findest du persönlich am geilsten? Gehen wir vielleicht mal von der Zuhörerrolle erstmal aus. Zuhörer ist, glaube ich, definitiv Band geiler. Außer du bist jetzt so ein Hardcore-Hip-Hop-Nazi-Dude, der findet das natürlich wieder. Waggedy Wag. Ja. Da gibt es ja diverse Lines, die ich von anderen bekannten Rappern, die ich jetzt nicht zitieren kann. Doch, zum Beispiel Retro-Gott, wenn es mit Rap nicht klappt, dann mit Multikulti, Raga. Da muss ich oft dran denken. Wenn ich mit Band spiele und wir irgend so einen Sunshine-Quatsch machen. Und jetzt alle. Hui. Oh, was erzähle ich? Ja, ja, an sich mit Band ist natürlich geiler für die Zuhörer. Hat auch eine größere Schnittmenge und. Ah, der Aufwand ist halt wahrscheinlich halt beim Producen halt immens hoch. Ja, auch beim Konzert, bei allem. Da müssen wir da mit unseren drei Polos oder whatever da hinfahren und Schlagzeug drehen und tralala. Und dann musst du nachts noch in den Proberaum räumen und so.
Und mit DJ fährt man halt wohin, der nimmt in der Regel seinen Mixer mit und dann los geht's. Spielt man da und das hat auch seinen Charme in irgendeinem kleinen verrauchten Kellerloch. Und dann gibt's Getränke im Backstage und dann fährt man irgendwie mit dem Zug wieder heim und im besten Fall weiß man am nächsten Tag nichts mehr davon. Nein, don't do drugs, Leute. Ja, Apfelschorle. Dein Lieblingsgetränk, wenn wir es doch gerade schon davon haben. Ist natürlich tagesabhängig. Gerade bin ich bei Cider. aber der All-Time-Favorite wird immer Kaffee bleiben. Auf ewig. Ja. Das war ja auch noch die ganzen Streitigkeiten, wer jetzt auch wieder Kaffee machen muss. Mhm. Das ist ja auch sowas bei FreeFM. Wir sagen ja auch immer, dass bei uns die Praktis keinen Kaffee kochen müssen während dem Praktikum. Also du kannst es halt gut. Wer würdest du sagen, wer macht bei uns den besten Kaffee? Ja, du, oder? Oh. Ja, und was natürlich auch ein Top-Getränk ist, ist kaltes, klares Wasser. 25 Jahre FreeFM. Was ist so der Grund, warum du jetzt nach 4 Jahren FreeFM immer noch hier bist? Was ist so deine Motivation hier? Ich gebe ungern auf. Und bevor das Studio nicht mal umgebaut ist, bin ich auch. Das muss ich noch miterleben. So. Und was wird dann deine Motivation sein, wenn das Studio umgebaut ist? Noch hier zu bleiben? Yes. Timo nerven. ganz to the size. Was war deine Motivation, hierher zu kommen? Ja, die Sendung da aufzuwerten. Also rein aus programmlichem Interesse erstmal. Ja, aber da frag auch besser mal einen Psychologen. Warum machen die Leute überhaupt Radio? Da gibt es bestimmt ein paar Varianten dazu, aber der kann dir das besser erklären. Mir geht es ja nur darum, diese persönliche Geschichte, wie jemand zum Radio kommt, welche Motivation und warum er vor allem noch nach mehreren Jahren immer noch hier bleibt. Ja, im besten Fall sagt jeder, er hat Bock auf eine tolle Sendung und Musik verbreiten und so, aber ich glaube, das ist nicht alles. Also da steckt schon mehr dahinter. Da kenn ich deinen Arzt oder Apotheker. Aber auch nur bei Risiken und Nebenwirkungen. 25 Jahre FreeFM. Einfach machen. Gutes hält sich seit 25 Jahren. Bei anderen Radiosendern finden viele Themen nicht statt. Entweder du findest dich damit ab oder du gestaltest deine eigene Sendung. Dank unseres Ausbildungsangebots kannst du selbst einfach mal Radio machen. Könnte ja gut werden. Werde Mitglied und zeige allen, welche Themen in dir brennen.